Ich lese das Solinger Tageblatt von Montag, den 23. Dezember. Und ich lese auf der Titelseite: US-Sanktionen bremsen die neue Ostsee-Pipeline. Washingtons Botschafter in Berlin, Richard Grenell, weist die scharfe Kritik der Bundesregierung zurück. Berlin, Washington. Punkt. Die US-Sanktionen gegen die russische Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 sind trotz massiven Protests aus Deutschland in Kraft getreten. Damit dürften sich auf den letzten Metern die Fertigstellung der Leitung mit Kosten von 10 Milliarden Euro verzögern. Die Schweizer Firma Allseas, die mit ihren Spezialschiffen die Gasröhren am Boden der Ostsee verlegt, kündigte an, die Arbeiten zunächst auszusetzen. Nord Stream 2 Konsortium erklärte, zusammen mit unseren Partnerfirmen arbeiten wir an der schnellstmöglichen Fertigstellung des Projekts. Zitat Ende. Die Pipeline sei wesentlicher Bestandteil der europäischen Versorgungssicherheit. Vizekanzler Olaf Scholz verurteilte das Vorgehen der USA. Zitat Anfang. Solche Sanktionen sind ein schwerer Eingriff in die inneren Angelegenheiten Deutschlands und Europas und der eigenen Souveränität. Zitat Ende. Auf Gegensanktionen will die Bundesregierung aber verzichten. Der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, wies die Kritik zurück. Zitat Anfang. 15 europäische Länder, die Europäische Kommission und das Europäische Parlament haben allesamt ihre Bedenken an dem Projekt angemeldet. Zitat Ende. So Grenell. Es handele sich deshalb um eine, Zitat Anfang, sehr proeuropäische Entscheidung, Zitat Ende. Viele europäische Diplomaten hätten sich bedankt. Russland wolle das Projekt wie alle seine wirtschaftlichen Vorhaben trotz der US-Sanktionen umsetzen, teilte das Außenministerium in Moskau mit. Die USA gingen mit dem von Präsident Donald Trump unterzeichneten Strafmaßnahmen vor allem gegen ihre eigenen Verbündeten in Europa vor. Washington hindere die Europäer so nämlich am Zugang zu einer Gasversorgung für akzeptable Preise, hieß es. Das russische Leitungsgas ist deutlich preisgünstiger als das in den USA, etwa durch Fracking gewonnene und für den Export verflüssigte Gas. Russland und die Ukraine verkündeten am Samstag kurz nach Inkrafttreten der Sanktionen eine Einigung auf einen neuen Gastransitvertrag bis 2024. Damit wird die Ukraine weiter als Transitland genutzt. Allerdings wird der russische Gasmonopolist Gazprom künftig deutlich weniger Gas durch die Ukraine pumpen. Die Transitmenge dürfte sich auf 45 Millionen Kubikmeter Gas pro Jahr halbieren. So, das war's. Tschüss.